Ja, Robin, zweiter Tag hier, jetzt halb vorbei. Was sagst du? Wie war so bisher dein Eindruck? Ja, spannender Austausch auf jeden Fall. Wir haben sehr viele Startups gesehen oder auch schon Later-Stage-Startups. Gerade als Service-Provider, also weniger so viel über die Distribution in der Industrie geredet, sondern eher so, wie kann man sich gegenseitig helfen. Das nächste Buzzword, glaube ich, nach Disruption ist zurzeit sozusagen Ökosystem. Ich bin gespannt, in den nächsten ein, zwei Jahren tatsächlich auch so viele Use Cases zu sehen von Ökosystemen. Interessant war, dass zum Beispiel Uber hier war, die sozusagen sich aus der Deckung rauswagen, was eine Rolle, eine mögliche Rolle im Versicherungswesen zu spielen scheint. Amazon war nicht hier, Google war nicht hier, zumindest nicht sozusagen öffentlich. Und das sind also andere Player, bei denen ich sowas erwartet. Dafür war ja Tim Ander. Ja. Und Jonathan Larson hat eine ziemlich beeindruckende Keynote gehalten. Ja. In Sachen Ökosystem in der Versicherungswelt gerade vielleicht einer der absoluten Vorreiter. Ja klar, also ich hatte gescherzt mit einem deutschen Versicherer, er hat mir gesagt, wollen wir jetzt eigentlich die Kapitulationsverhandlungen anfangen oder einfach bedingungslos kapitulieren? Und ich glaube, das soll man sich aber als positives Beispiel sehen, dass man in einem Kontext sowas hochziehen kann und nicht sagen, was alles bei uns nicht geht, sondern eher zu sagen, was können wir eigentlich von Ping an lernen, bevor die hier fünf Fonds nicht nur als Investoren in Erscheinung treten, das tun wir ja jetzt schon, sondern auch bevor die quasi mit ihren Produkten und Services vielleicht durch chinesische Touristen oder durch andere Market-Eintrittsstrategien hier sind. Weil dann wird es halt immer mal sehr eng, wenn die dann ihren Profit oder ihre Profitabilität aus China dann hier ausnutzen, ausspielen. Das wird dann, glaube ich, sehr gefährlich irgendwann mal. Also für die existierenden Player, aber dann muss man halt jetzt ein bisschen aus dem Quark kommen. Was mich noch interessieren würde, du warst jetzt ja gerade auch auf der Intratech Connect. Hast du themenmäßig Unterschiede festgestellt? Auf den Intratech Connect waren nicht so viele Service-Provider auf den Panels. Hier ist sozusagen dann tatsächlich mehr so das Ökosystem-Thema. Wir sehen hier dann doch etwas kleinere Veranstaltungen, was ganz nett ist, weil man hier tatsächlich Leute auch dann zwei, dreimal am Mittagessen stand und dann an den Kaffeeautomaten sieht. Und dann kann man halt tatsächlich mehr networken. Das ist halt bei so einer gigantischen Veranstaltung in Las Vegas mit Tausenden von Leuten halt nicht so möglich. Das ist hier ein bisschen anders und das ist der Hauptunterschied, würde ich sehen. Die Themen sind sehr ähnlich. Habe ich persönlich den Eindruck. Und was nimmst du jetzt mit von den zwei Tagen hier? Schlafdefizit auf jeden Fall, zwei Tage, die ja ist ein Schlafdefizit, dann nehme ich mit, dass ja tatsächlich das Ökosystem immer mehr eine Rolle spielt und tatsächlich, dass wir auch ein Ökosystem von Service-Providern haben, die jetzt vielleicht nicht total Insurtech sind, aber sozusagen Produkte und Services anbieten, die vielleicht für Insurtechs oder Versicherer interessant sein können. Und was ich mitnehme, auch dieses Jahr wieder, wir haben in Deutschland über 600 Versicherer, wenn ich mich recht entsinne, oder versicherungsähnliche Unternehmen, davon waren halt 550 nicht da. Und dann frage ich mich, ich mache mir auch nicht um Sorgen um die Jungs, die hier sind und vielleicht sozusagen dann über ihren Stand berichten, sondern ich mache mir um die Sorgen, die nicht hier sind. Und das ist teilweise sehr dramatisch. Und da kann man nur den Appell richten, dass sie in Zukunft mal ein paar Leute rausschicken, da zu gucken, wie es eigentlich da draußen aussieht. Okay, alles klar.